Wenn du mit einem iMac oder einem MacBook arbeitest, solltest du das Programm GarageBand im Grunde genommen schon vorinstalliert auf deinem Gerät vorfinden. Entweder hast du es vielleicht sogar schon hier unten im Dock, das ist das Icon mit der Gitarre. Und wenn du es dort noch nicht findest, schau mal über deinen Finder im Bereich Programme. Dort solltest du es dann auf jeden Fall vorfinden. Wenn du GarageBand öffnest, erscheint im ersten Step dieses Fenster. Hier gibt es auch nichts weiter zu tun. Leeres Projekt ist ausgewählt und das bestätigen wir auch hier unten über die Auswahl. Dann geht noch ein zweites Pop-up-Fenster auf. Wähle einen Spurtyp. Da können wir auch das Mikro hier ausgewählt lassen. Hier kann ruhig kein Eingang stehen. Also das ist dann auch immer alles schon so voreingestellt, dass wir hier dann auch nichts mehr machen müssen. Schauen wir einmal, wie es bei mir aussieht. Und dann kann ich die Spur erzeugen. So sieht das Ganze dann am Ende aus, wenn wir uns innerhalb von GarageBand befinden. Das sieht jetzt alles ein bisschen wirr aus, viele Knöpfe, viele Schalter, aber ich kann dich beruhigen, 90% davon brauchen wir nicht. Ich räume tatsächlich am Anfang auch gerne mal meinen Schreibtisch hier oder meine Ansicht so ein bisschen auf und blende eben die Dinge aus, die wir einfach nicht brauchen. Einmal die Schalter hier oben, um das kurz zu erklären. Das hier ist, also die beiden dunklen sind quasi gerade ausgewählt. Der hier steht für diese Bibliothek. Ja, das ist, wenn man hier Musik macht, hat man hier verschiedene Effekte und ja, Sounds halt hinterlegt. Das brauchen wir nicht. Von daher blende ich das im ersten Step schon mal aus. Dann haben wir hier oben noch den Bereich Smart Controls angewählt. Das ist diese Leiste hier unten, diese ganzen Regler. So, die kannst du theoretisch auch gleich ausblenden. Vorher würde ich aber Folgendes machen. Hier einmal schauen im Eingang, dass du hier schon mal dein Mikro auswählst, falls du eins angeschlossen hast. Bei manchen Mikros macht er das von alleine, die erkennt er sofort von alleine und bei anderen muss man gezielt nochmal auswählen. Hier kann man den Aufnahmepegel, also die Empfindlichkeit, mit der dein Mikro aufnimmt, noch einstellen. Man kann es auch automatisch regeln lassen, das ist auch eine Option, dann setzt man hier das Häkchen. Und ansonsten würde ich hier unten tatsächlich dir empfehlen, eher die Finger davon zu lassen, weil wenn wir eben keine Musik machen, wo wir jetzt vielleicht bewusst einen Echo, einen Hall oder irgendetwas einsetzen möchten, dann ist es eigentlich so, dass wir im Bereich Podcast unsere Stimme dadurch eher verzerren und verfälschen würden und die Qualität am Ende oftmals eher schlechter statt besser wird, umso mehr wir daran rumfummeln. Deswegen empfehle ich dir eigentlich hier unten nichts weiter zu tun, außer hier zu checken, dass dein Mikro auch ausgewählt ist. Und theoretisch, wenn dich das ablenkt, kannst du diesen Bereich hier oben auch dann komplett ausblenden. Kannst ihn natürlich auch jederzeit wieder einblenden. Genauso hier drüben, die beiden sind auch noch ganz, ganz wichtig. Die sind lila, wenn sie ausgewählt sind. Und die machen wir ganz, ganz wichtig direkt aus. Das sind nämlich Einzähler und Taktzähler. Das heißt, du hast ansonsten die ganze Zeit so ein Klicken im Hintergrund, was für die Musik, um den Takt zu halten, gedacht ist. Auch das brauchen wir für die Sprache natürlich nicht. Zu guter Letzt würde ich hier immer noch die Einheit Zeit auswählen, damit du einfach während deiner Aufnahmen immer siehst, in welcher Minute du dich hier gerade befindest, ne? Also das gibt dir einfach einen schöneren Überblick darüber, wie lang das Ganze jetzt, also wie lang deine Aufnahme geworden ist. Und genau, zu guter Letzt gehen wir einmal hier oben über GarageBand nochmal in die Einstellungen rein. Da kann man sich einmal so durchklicken, gibt es eigentlich nicht viel, was wirklich relevant ist für uns. Unter Audio siehst du einmal Aus- und Eingangsgerät. Das heißt, hier kannst du dich entscheiden, zum einen natürlich, was das Eingangsgerät ist, also im Idealfall dein Mikro. Wenn es also nicht erkannt wird, kannst du hier an der Stelle auch nochmal schauen, ob hier alles ausgewählt ist. Und Ausgangsgerät sind jetzt hier meine MacBook-Lautsprecher. Wenn du natürlich einen Kopfhörer auf hast, irgendwie per Bluetooth verbunden oder auch in deinem Mikro einen Kopfhörer hast oder so, kannst du das hier natürlich auch entsprechend auswählen, wenn du dich die ganze Zeit auf den Ohren sprechen hören möchtest während der Aufnahmen. Und dann gibt es noch einen Punkt hier hinten unter Erweitert, den ich dir zeigen mag. Und zwar Projekte in voller Lautstärke exportieren. Hier auf jeden Fall mal das Häkchen setzen. Das sorgt am Ende dafür, dass wenn du deine Aufnahmen nachher exportierst, also als MP3-Datei abspeicherst,
dass deine Aufnahmen in einer normalen Lautstärke exportiert werden. Das heißt, wenn du stellenweise mal ein bisschen leise geworden bist, hast vielleicht auch die Distanz zum Mikro aus Versehen vergrößert oder hast den Aufnahmepegel nicht so hoch gehabt, dass du generell relativ leise bist, dann normalisiert GarageBand während des Exportierens die Lautstärke. Ne? Also hier das Häkchen auch mal setzen. Die Einstellungen bleiben dann auch so für zukünftige Projekte erhalten, die du hier oben vorgenommen hast. Wenn du jetzt sagst, Mensch, das sieht ja so schön aufgeräumt aus und ich möchte eigentlich auch nicht jedes Mal, wenn ich eine Aufnahme mache, wieder dran denken, was muss ich hier jetzt alles ausschalten und das also jedes Mal wieder von vorne zu machen, kannst du an dieser Stelle natürlich sagen, ich speichere mir jetzt über die Ablage einmal das Projekt, sichern unter. Vielleicht legst du es dir als Vorlage auf den Schreibtisch oder so, damit du, wenn du zukünftig Aufnahmen machst, das einfach so, wie es jetzt ist, schon direkt öffnen und loslegen kannst. Das ist eine Möglichkeit, musst du natürlich nicht machen. Dann, bevor wir mit der ersten Aufnahme starten, vielleicht kurz zur Erklärung. Das hier ist eine Aufnahmespur. Ne? Das hier ist der Cursor, den kann ich durch meine Zeitleiste hier bewegen, kann den also jederzeit überall hinsetzen. Ne? Also hier sind wir jetzt bei 50 Sekunden, 30 Sekunden und weiter als eine Minute zeigt er jetzt hier auch nicht an. Die geht nachher weiter, die Leiste, wenn wir entsprechend längere Aufnahmen machen. Hier kannst du die Lautstärke der Spur regeln. Das brauchen wir im Normalfall für unsere Sprachaufnahmen nicht. Der steht hier also bei 0. Ne? Den kannst du aber hin und her bewegen. Und damit die Lautstärke der gesamten Spur verändern. Das ist nachher eher relevant, wenn es nachher darum geht, Musik und Stimme miteinander zu kombinieren. Hier kannst du die Spur dann auch stumm schalten oder wenn du dich halt über den Kopfhörer hörst, hier noch Einstellungen vornehmen. Genau. Und du kannst natürlich später weitere Spuren hinzufügen. Das ist jetzt für unsere ersten Aufnahmen noch überhaupt nicht relevant, aber einfach damit du es mal gesehen hast, über einen Doppelklick kannst du hier weitere Spuren hinzufügen. Die brauche ich zum Beispiel ganz viel in meiner Bearbeitung, weil ich eben oft mit mehreren Gästen arbeite. Dann kommt vielleicht noch eine Musik dahinter und so weiter. Und die müssen natürlich alle irgendwie parallel laufen. Und dann habe ich hier durchaus mal so einige Spuren auch untereinander stehen. Für unsere Aufnahmen brauchen wir nun aber eigentlich erstmal nur eine Spur. Ich gehe also mit dem Cursor zur Minute 0 ganz an den Anfang. Und hier oben haben wir eine Playliste, so wie wir sie alle kennen, mit Aufnahme, Play und Stopp. Das sind eigentlich die einzigen, die wir hier auch brauchen. Wenn ich jetzt hier auf Aufnahme klicke, dann siehst du, fängt der Cursor sofort an zu wandern und du siehst die ersten Ausschläge. Die sind mal kleiner, mal größer, je nach Lautstärke. Wenn du das Gefühl hast, die sind sehr, sehr klein, also du siehst sie eigentlich kaum, dann auf jeden Fall nochmal nachschauen, wie der Aufnahmepegel ist. Ne? Das kannst du hier unten, wenn ich den jetzt mal ein bisschen hochdrehe, wirklich hier bis ans Limit hochdrehe, siehst du sofort, wie sich die Ausschläge verändern. Die werden wesentlich größer. Was grundsätzlich nicht schlecht ist, also das sieht hier von der Lautstärke her grundsätzlich ganz gut aus. Man muss aber ein bisschen aufpassen, wenn man den zu hoch dreht, heißt das automatisch auch, dass durch die erhöhte Empfindlichkeit auch natürlich Hintergrundgeräusche wesentlich krasser aufgenommen werden. Ne? Also das Mikro als solches wird einfach wesentlich empfindlicher. Deswegen muss man hier so ein bisschen experimentieren, ob es dann manchmal schlauer ist, den Aufnahmepegel nicht ganz so hoch zu drehen, dafür aber vielleicht einen Tick näher ans Mikro ranzurutschen. Ne? Also da irgendwie mal so ein bisschen am Anfang ausprobieren, was klingt gut, was klingt nicht so gut, wo wird es zu empfindlich, wo bin ich zu leise und wo bin ich zu laut. Durch diese eine Einstellung, die wir aber eben hier oben schon vorgenommen haben, wird GarageBand nachher beim Exportieren das Ganze auch noch ein wenig regulieren und die Lautstärke, wenn sie sehr leise ist, auch noch weiter anheben. Wenn ich meine Aufnahme jetzt stoppen möchte, ne, also solange das Ganze hier rot ist, nimmt er auf und nimmt er auf und nimmt er auf, stoppen tue ich das Ganze über die Taste Stopp. So, dann ist die Spur auch wieder blau und ist hier mit so einem weißen Streifen markiert. Wenn ich jetzt mal hier so ins Leere klicke, ist dieser weiße Streifen weg. Wichtig, wenn ich in der Spur arbeite, also sie schneide oder irgendwas in der Spur mache, muss ich sie
auch angewählt haben. Ne? Sonst gilt das eben nicht für diese Spur, das, was ich mache. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte etwas schneiden, dann klicke ich sie an, setze den Cursor dahin, wo ich etwas schneiden möchte und kann dann über die quasi Spur hier oben, Quatsch, über Bearbeiten, Regionen an Abspielposition teilen. Das ist die Tastenkombination Command T, die würde ich mir direkt merken, weil die wirst du mit Sicherheit öfter mal brauchen. Genau, setzt es an den Punkt, drückst Command T und dann hast du die Spuren hier voneinander getrennt. Jetzt lassen die sich also völlig unabhängig voneinander bewegen und bearbeiten. Das heißt, ich kann die unabhängig voneinander anklicken. Ich kann die auch über diese Schieberegler noch weiter kürzen. Wenn ich jetzt vielleicht hier sage, oh, da habe ich noch so einen blöden, irgendwie lauten Atmer drin oder so, dann kann ich den hier auch vorsichtig wegschieben. Und genau, kann theoretisch auch das sogar auf eine zweite Spur bewegen, was jetzt in dem Fall natürlich überhaupt keinen Sinn macht, aber ne, einfach, dass du siehst, die kannst du jetzt vollkommen unabhängig voneinander behandeln. Wenn du schneidest, schau immer, dass wenn du neue Übergänge machst, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich schneide hier mal so einen ganzen Teil weg oder auch anders, ich setze den Cursor hier hin, drücke wieder Command T, setze also einen weiteren Schnitt, dann kann ich auch sagen, ich markiere diese Spur, drücke Entfernen und dann ist sie einfach weg. Wenn ich jetzt diese beiden zusammenführen möchte, muss ich immer so ein bisschen aufpassen, dass das auch passt. Also im Sinne von, nehmen wir an, du hast hier deinen Satz beendet, dann atmest du vielleicht hier bzw. holst hier am Ende einmal Luft für deinen nächsten Satz. Hier hast du aber auch wieder einen Satz angefangen, hast also auch wieder Luft geholt. Da musst du mal so ein bisschen aufpassen, dass das mit der Atmung zusammenpasst, dass du hier also nicht zweimal hintereinander einatmest. Das sind nachher so die Sachen, wo man einfach Schnitte hört, ne? Wenn das nicht stimmig ist mit der Betonung und der Atmung. Also hier immer so ein bisschen ausprobieren, wie du die hier miteinander verbindest, so dass es trotzdem noch natürlich klingt und genau, das Tempo passt. So, was brauchen wir noch? Wir können Spuren natürlich auch komplett löschen, habe ich eben schon gezeigt, ne? Anmarkieren, entfernen, um wieder von vorne anzufangen. Wenn du dir deine eigene Spur natürlich auch erstmal anhören möchtest, dann setzt du den Cursor dahin, wo du anfangen möchtest zu hören und drückst auf Play. Dann siehst du, wenn der Cursor sofort ab. Kannst hier auch rumspringen. Wirklich hier bis ans Limit hochdrehe, siehst du sofort, wie sich die Ausschläge verändern. So, ne? Also so kannst du dir das natürlich erstmal selber anhören und dann sagen, okay, jetzt hier höre ich mir den Satz mal an und hier setze ich zum Beispiel wieder einen Cut und schneide diesen Satz hier raus und setze es wieder hier an. So funktioniert die Aufnahme und auch die Bearbeitung bzw. der Schnitt einer Tonspur bei GarageBand. Und im Großen und Ganzen war es das auch schon. Also ich möchte es an der Stelle tatsächlich hierbei belassen. Wenn du deine Datei exportieren möchtest, würde ich dir empfehlen, das direkt über MP3 zu machen. Das sind eigentlich immer die gängigen Dateien. Es gibt auch sogenannte WAV-Dateien, also die Endung ist dann .wav. Die sind qualitativ dann sozusagen noch ein Tick hochwertiger, wobei du den Unterschied in normalen Geräten eigentlich nicht hörst. Die Dateigrößen sind allerdings extrem. Von daher reicht es für uns vollkommen aus. Überteilen, Song auf Festplatte exportieren, das Ganze als MP3-Datei zu exportieren. Ja, also die anderen sind hier wirklich nicht zu empfehlen für unsere Zwecke. Dann wählst du dir natürlich aus, wo du das Ganze hinlegen möchtest, gibst dem Ganzen auch noch einen Namen und exportierst. Da wir jetzt eine ganz kurze Aufnahme haben, geht das natürlich auch extrem schnell. Wenn du längere Aufnahmen hast, 30 Minuten, 60 Minuten, keine Ahnung, dauert das natürlich auch gerne mal einige Sekunden, bis er die Datei tatsächlich exportiert hat. Genau, damit hast du deine erste Aufnahme in GarageBand schon bewältigt, hast deine MP3-Datei exportiert und kannst mit deinen ersten richtigen Aufnahmen nun starten.